Willkommen zurück auf meinem Kanal und auch willkommen zu meinem ersten FAQ, seitdem ich die Formel 1 News bringe. Im 400 Abonnenten Video vom Mittwoch hatte ich euch ja gebeten, mir ein paar Fragen zu stellen mit dem Hashtag FragMike. Es sind einige zusammengekommen, weshalb ich euch schon einmal bitte, mir weitere Fragen für das FAQ am 7. April zu stellen. Im Hintergrund seht ihr ein Zeitfahrrennen in Malaysia, wo ich für unsere Rennliga trainiere. Wir fahren immer mittwochs um 19 Uhr. Falls ihr mal live dabei sein wollt, empfehle ich euch Köki. Er streamt so ziemlich jedes Rennen. Sein Kanal ist unten in der Beschreibung verlinkt. Und eine kurze Frage noch an euch. Wollt ihr, dass ich in Zukunft Online-Rennen als Hintergrund laufen lasse oder lieber Zeitfahren? Oben rechts könnt ihr abstimmen. Und jetzt geht's los mit der ersten Frage. Die kommt von Parla. Hashtag fragt Mike, darf ich anfangen? Ja, von mir aus. Aber nun dieses eine Mal. Die nächste Frage kommt von Jan Legends. Hashtag fragt Mike, in welchem Bundesland lebst du? Und wie bist du darauf gekommen, YouTube zu machen? PS, mach weiter so. Erst einmal Dankeschön für das nette Feedback. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Und wie bin ich darauf gekommen, YouTube zu machen? Ja, eines Tages hat mir ein Kumpel geraten, mal YouTube auszuprobieren. Ich habe mit Gaming angefangen, das hat nicht so geklappt, wie ich mir das erhofft habe. Und irgendwann mal bin ich zu den Formel 1 News gekommen. Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und das mache ich bis heute. Also es ist sozusagen ein Hobby, was ich seit 2 Jahren mache. So könnte man es auf jeden Fall formulieren. Die nächste Frage kommt von NoShorty. Hashtag fragt Mike, wie ist deine Meinung zum Ausstieg von Sky und zum angekündigten F1 TV Stream? Ich finde es natürlich sehr, sehr schade, da ich schon überlegt habe, mir Sky zu holen. Nicht nur wegen Formel 1, sondern auch wegen Bundesliga. Falls ihr mit F1 TV nichts anfangen könnt, guckt mal oben rechts, da habe ich ein Video für euch gemacht. Ich bin auf jeden Fall sehr interessiert, was F1 TV angeht. Und zwar wäre ich sogar bereit, den 10er pro Monat zu zahlen, um dann alle Kameraperspektiven von den 20 Fahrern auszuprobieren. Also das wird ein Mörderspaß, wir haben uns schon unterhalten, ein paar Kumpels und ich, und wir werden das auf jeden Fall durchziehen. Pommes68 fragt, was ist eigentlich dein Lieblingsteam bei Formel 1? Es ist Ferrari, kann man schon sagen. Aber Ferrari fand ich eigentlich auch schon immer geil. So, dann kommen wir zu Fehler 3, der hat gleich 11 Fragen auf einmal gestellt. Fehler, wenn du das sehen solltest, das musste nun wirklich nicht sein. Nein, ich werde nicht alle beantworten. Ich werde mir 4 Stück raussuchen. Was haben wir denn da? Oh genau, das ist eine interessante Frage. Und zwar die 4. von oben. Wo kommt dein Formel 1 Interesse her? Ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht mehr. Eines Tages, das müsste 2010 gewesen sein, habe ich den Fernseher angemacht. Da lief Formel 1. Da ich schon immer interessiert für Autos und Motorsport war und ich auch DTM gucke, habe ich mir Formel 1 das mal wirklich mal angesehen. Und ich muss sagen, es hat mir sehr gefallen und seit 2010 habe ich nicht ein Rennen mehr verpasst. Was haben wir noch für Fragen? Genau, die 4. von unten. Bei welchem Team würdest du gerne mal ein Rennen aus der Box miterleben? Scuderia Ferrari. Dann die da drunter. Würde es bei dir als Teamchef Stallorder geben oder nicht? Die Antwort lautet ein wohlüberlegtes und nie zweifelhaftes Nein. Ich finde Stallorder scheiße, das hat nichts mehr mit Racing zu tun und sowas sollte abgeschafft werden. So, und dann haben wir noch die letzte Frage. Wenn du dir 3 Rennstrecken in den Formel 1 Kalender zurückwünschen dürftest, welche wären das? Mal nachdenken, was hätten wir denn da? Da hätten wir Südkorea. Die Strecke fand ich schon immer geil. Also, ich mag sie. Dann hätten wir Indien. Die fand ich auch geil. Also, die ist, glaube ich, sogar schon ein bisschen lieber als Südkorea. Und last but not least, da fährt zurzeit auch die DTM, die Niederlande in Zandvoort. Das würde ich mir wirklich wünschen. Da sind sie ja in den 70ern schon gefahren. Ich würde es mir wirklich wünschen. Also liebe FIA, falls ihr das seht, die 3 bitte in den Rennkalender. Dankeschön. So, liebe Leute, das war's erstmal mit dem FAQ. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Ne? Denkt daran, mir Fragen für das nächste FAQ Anfang April zu stellen mit dem Hashtag FragMike dabei. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und hat mir Spaß gemacht. Ne? Also ihr habt viele Fragen, gerade Fehler. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.